Nach einem langen und erbitterten Kampf, in der sein Vater das Leben gekostet hat, konnte Son Gohan schließlich Cell bezwingen, Trunks Gelobte in seiner Zeit wieder für Frieden zu sorgen und kehrte zurück in die Zukunft. Ich kann mich an gar nichts erinnern gerade. Na ja, macht ja nix. Ich sehe es ja jetzt. Seit Trunks Rückkehr in die Zukunft sind ein paar Tage vergangen. Son Gohans Frisur veranlasst Chi-Chi zu einer Frage. Gohan, how long do you intend to keep that look? Since Dad died, I've been doing a lot of thinking. Trust me, Mom, I have my reasons. Well, suit yourself. But for the record, I much prefer your normal look to this gaudy Super Saiyan business. Yeah, I'm sorry. You know, you get bigger with each passing day. And you look more like your father, too. You think so? Your fashion choices are yours to make, provided you keep up with your studies. Understand? Yes, ma'am. Thank you. I'm not sure where to start. Maybe Piccolo can give me some good advice. Hey, Son Gohan. Ha, hey, Krillin. Mann, du hast halt echt gezeigt, wer hier der Boss ist, was? Ich wusste ja, dass du stark bist, aber wow, du bist echt Son Gokus Kind. Wobei ich mich frage, wie viel stärker du sein könntest, wenn du etwas mehr trainieren würdest. Aber wahrscheinlich brauchst du gar kein Training mehr. Es könnten noch mehr Schurken auftauchen. Vielleicht sollten wir zur Sicherheit weiter trainieren. Du bist einfach der schlauste Son Gohan. Aber ja, wir wissen nicht, was noch alles geschehen kann. Ich sollte trainieren, solange ich kann. Aber überanstreng dich nicht. Cell ist immerhin Geschichte. Alles klar. Danke, Krillin. Bis dann. Du kannst jederzeit vorbeischauen. Das neue Trainingsgelände. Wir sind wieder in der Zwischenwelt. Wir sind wieder in der Zwischenwelt gelandet, in der wir Tüdelkram machen. Begib dich zu Gottes Versteck. Ja, das ist aber erstmal Nebensache. Oh, vor allem müssen wir auch, glaube ich, wieder die Dragon Ball zusammen jupsen, ne? Wir haben nur super schnell KI-Feuer. Kann ich ja eigentlich schnell mal machen, weil im Endeffekt wir Level 56. Wir sind sowieso viel zu stark. Warte. Tja, ich arbeite noch dran. Warte, ich arbeite noch dran. So, jetzt komme ich aber. Jetzt geht's auf die Fresse. Irgendwie weicht er nicht mehr aus. Okay, ich muss noch wieder... Ne, ich bin noch ein bisschen aus den Kämpfen raus. Vor allem nervt mich dieser Son Gohan hier gerade. Ich werde hier auch wieder von allen Richtungen angebupst. Ich meine, die machen mir nicht wirklich... Die machen mir nicht wirklich Schaden, aber trotzdem... Mal ganz kurz wieder KI aufladen. Damit wir hier mal wieder richtig loslegen können. Hört dich nicht mit mir an. Ja, da hätte ich nicht blocken sollen, da hätte ich ausweichen sollen. Böse. So. Energie wiederholen, damit wir wieder weiter der Super Saiyajin 2 sind. Zack.
Das Lichtgranate. War ja süß. Ah, was tut man nicht alles für so eine Schnellfeuer-KI-Welle, die man sowieso nie nutzt. Zack, und noch einmal. Und weg. Was tut man nicht alles für die Schnellfeuer-KI-Welle? Da ist man schon ein bisschen, ne? Ist man ja verwöhnt. So. Alles klar, wie sieht's denn überhaupt auf the map aus? Wir haben da hinten einen Quest. Wir haben... Dragon Balls haben wir keine, ne? Die müssen wir ja wieder sammeln, ne? Ja, die müssen wir auch wieder sammeln. Ich frage mich, was wir Neues wünschen können. Ich werde jetzt auch die anderen fertig machen, die Wunschleute. So, wir haben da einen Quest. Ach ja, das sind ja die ganzen... Wir können jetzt auch den Freezer besiegen. Wir haben hier im Kaioland einen neuen Zwischengegner. Ach ja, Meister Kaios Planet wurde ja in die Luft gesprengt. Da, stimmt, Meister Kaios Planet wurde in die Luft gesprengt. Daran kann ich mich sogar erinnern. Ich gehe erstmal hier zum Balkansumpf oder Blackansumpf oder Blackesumpf. Ich nenne ihn einfach Balkansumpf, ist mir egal. Da machen wir ihn jetzt erstmal Nappa und die ganzen, damit diese ganzen anderen Typen mal weg sind. Und ich denke mal, wir können jetzt auch Freezer besiegen, weil im Endeffekt war der, glaube ich, was für ein Level war der? Ne, der war, glaube ich, 65, oder? Vielleicht noch ein bisschen zu stark. Mit nur Son Gohan unterwegs. So, da links ist gleich der Dragon Ball. Da können wir bestimmt Cell und die ganzen Leute wiederbeleben mit, wa? Irgendwo hier, oder? Hä? Was ist... Hör auf! Hä? Warum? Oh, ich bin, glaube ich, in so ein, aus Versehen in so einen Windkanal reingeflogen. Scheiß. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo oben der Dragon Ball sein wird, wa? Oder? Ich bet this tastes really good. Alright. This looks pretty good. Irgendwo hier unten dann? Er sollte ja eigentlich irgendwo sein. Jetzt bin ich schon... Life is so painful. Da ist er. So. Können wir auch gleich hier das Eisen mitnehmen oder so. Wir müssen sowieso mal Eisen sammeln, damit wir den Trainingsraum mal ausbauen können. Da ist ein Rezept. Rezepte wollen wir uns natürlich alle holen. Okay, der gibt uns kein Rezept. Vielleicht hatten wir bei denen schon mal ein Rezept oder so. So, dann mal ab zur Nebenaufgabe. Vorsicht! Ganz, ganz schnell zur Nebenaufgabe. Rein theoretisch müsste ich eine Megamasse dafür nehmen. Einfach nur, um die EXP zu steigern. Boah, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die super stark sind. Ich habe das Gefühl, dass wir die, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell zusammenschlagen können. Ich werde trotzdem eine Megamasse 3 nehmen für die EXP. Also unsere letzte Megamasse 3. Hallo, hallo Nappa. Happa, Happa oder was? Entschuldigung? Hä? Was willst du, Kleiner? Oh, 38.000 X. Oh, Level 32. Ach, du wirst so süß werden. Ach, du wirst aber süß werden, Nappa. Du zitterst ja gar nicht vor Angst. Hast keine Ahnung, wer ich bin, wa? Wir haben uns schon kennengelernt. Also eher bekämpft als kennengelernt. Ich erinnere mich an keinen Kampf gegen einen blonden Witzling wie dich. Moment,
Aber irgendwas an dir kommt mir bekannt vor. Na, das kann nicht sein. Bist du etwa Kakarots Rottbengel? Ja, das bin ich. Irgendwas anders ist an diesem Penner, aber was soll's, ist mir egal. Was zur Hölle machst du hier? Würdest du mit mir beim Training helfen? Achso. Ich habe zwar keine Ahnung, was in aller Welt hier los ist, aber das klingt, als würdest du mein Freund sein wollen. Ich werde Kakarots Wunsch niemals zustimmen und erst recht nicht dem seines kleinen, schwachen Bengels. Ob ich wirklich schwach bin, kannst du herausfinden, wenn du mit mir trainierst. Was? Für einen so kleinen bist du ganz schön großspurig. Glaub mir, Raditz war zuerst genauso großspurig wie du, bis ich diesem Langhaar-Affen ordentlich den Kopf gewaschen hab. Offenbar brauchst du auch einen Trachtprügel, um zu erkennen, wer hier der Boss ist. Oh Gott, du bist Level 32, es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir doch jetzt schon leid. Ich gehe mal Super Saiyan 2. Es tut mir jetzt schon, Entschuldigung. Es tut mir jetzt schon leid, Entschuldigung. Ups. Da lohnt auch keine Megamasse. Ups. Das gibt's nicht. Was ist los mit diesem Weg? Na, was hältst du jetzt von mir? Wenn du nicht anders willst, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Okay, wir machen, wie du es willst. Ich soll dir nur beim Training helfen, oder? Ja, danke. Aber vergiss das nicht. Ich bin ein stolzer Saiyajin-Krieger. Wenn ich jetzt stärker bin als du, gebe ich den Ton an. Verstanden? Klar, geht in Ordnung. Ja, okay. Das hätte man schon eher machen sollen, wa? Naja, gut, wir haben es jetzt gemacht. Level 32, tut mir schon leid. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht so sehr zusammenschlagen. Aber es war trotzdem lustig. Hier unten haben wir noch die anderen Nebenaufgaben. Oh Mann, die tun mir jetzt auch leid. In Level 32. Naja. Ich habe immer noch Husten, ey. Das nervt mich derzeit echt. Ich hasse es, Husten zu haben. Husten ist das Schlimmste. Wobei ich auch immer weiß bei mir, dass der Husten, der ist bei mir halt auch echt immer lang anhalten. Da gehen wir mal hin. Very well. Hier, neues Zeug. Megamasse 4. Schön. Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Ging nicht, ne? Nee, 65 traue ich mich aber noch nicht zu. Das traue ich mich aber noch nicht zu. Ich glaube, das ist ein bisschen härter. Hey. Na, was geht? Was willst du? Ah, wie so süß. Es ist so süß. Kraft ist Schönheit. Ich bin hier, um mich zu vergewissern, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich verstehe, du hast mich also wiederbelebt und auf diesen seltsamen Planeten gebracht. Aber ich habe dich anders in Erinnerung. Moment, du weißt, wer ich bin? Hältst du mich denn etwa für einen Trottel? Du hast jetzt eine andere Haarfarbe, aber bist dieser lästige Junge von Namek, oder? Das spart mir dann wohl einiges an Zeit. Du musst mir versprechen, dass du keine Schwierigkeiten mehr machst. Ich fürchte, das kann ich nicht versprechen. Was? Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Also gut, auf die Fresse. Ja, willst so. Halt mal ganz ruhig hier. So. Oh, süß, du hast mir einen Schaden gemacht. So. Auch weg. Der hätte mal vorher machen sollen, naja. Ich verstehe, du bist wirklich stark. Ich flehe dich an. Bitte schwör den Bösen ab. Ich habe gesehen, was ihr auf Namek angerichtet hat. Ich habe die schreckliche Gräuel begehen. Ich habe dich schreckliche Gräuel begehen sehen. Und jetzt werde ich von einer Kimp verhöhnt.
Also gut, erlaube mir, dir die... mir die Kraft zu demonstrieren, von der nicht einmal das Ginyu-Sonderkommando etwas weiß. Aha. Offenbar erschrecke dich meine Stärke. Mich erschreckt vielmehr dein Aussehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du bist tot! Okay. Okay, das war eine Sale-Fähigkeit. Naja, nochmal 137.000. Hey, sogar ein Level-Up. Cool, danke. Na, willst du immer noch Ärger machen? Nein, ich hab genug. Hä? Ich erkenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Frieza gleich. Nein, sie übersteigt sie sogar vielleicht. Eine derartige Kraft sollte nicht vergeudet werden. Ich kann dir zeigen, wie man sie richtig einsetzt. Was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über diese gesamte Galaxie zu herrschen. Du meinst also... Ja, ich werde mich ändern. Und du wirst noch stärker werden. So stark, dass niemand es wagen würde, uns herauszufordern. Und außerdem werde ich dir jederzeit bei deinem Training helfen, wenn du möchtest. Was? Deine wunderschöne Höhen, zu denen wir uns aufschwingen werden, kennt keine Grenzen. Sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Tja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben. Also sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Ja, Boshaftigkeit hat er bestimmt aufgegeben. Na gut, Dankeschön. Dankeschön. Gibt wieder eine neue Medaille bestimmt. Stärke ist Schönheit. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht da unterbrechen, aber er sagt die ganze Zeit, ich kann einfach hingehen. Das hat mich ein bisschen verwirrt, dieses, du kannst einfach zu mir hingehen und dann können wir zusammen trainieren, hat mich ein bisschen kirre gemacht. So, jetzt machen wir noch den anderen Drödel hier fertig. Oh, der Bauchi hat bestimmt jetzt, ne, der Roboter Bauchi. Hier fliegen Ballons rum. Ich glaube, das sind Kugeln, die explodieren. Ja, ich glaube, es sind Kugeln, die explodieren. Ja, oh, ich hasse es, gegen diese Gegner zu kämpfen, ne? Oh, ihr nervt mich total mit euren Gegnern da sein. Hä, das ist sehr, sehr gut geführt. So, der ist auch weg. Oder auch nicht. Jetzt aber. Er macht seinen Angriff nicht. Ich hab die ganze Zeit das und Dreieck gedrückt, aber der hat seinen Angriff nicht gemacht. So, meine Güte. Der nur 20.000 EXP geben, weißt du?